Hallo, liebe YouTuber. Wir wollen uns nun Eclipse downloaden, sodass wir auf Windows oder auf dem Mac mit Eclipse Java entwickeln können. Ich zeige Ihnen einmal die schnelle Variante für den Download. Das heißt, wir kriegen automatisch von Eclipse, Sie sehen es hier, www.eclipse.org. Das reicht, wenn Sie das in Ihrem Browser angeben. Dann landen Sie auf der Eclipse-Seite, werden ins Home Directory index.php weitergeleitet. So, jetzt könnte man sofort mit dem Download von Eclipse beginnen. Wir sind bei Eclipse, also richtig, Sie erkennen das Eclipse-Symbol, den Schriftzug. Wenn Sie jetzt auf Download gehen, kriegen Sie schon die richtige Version angeboten, die zurzeit aktuell ist. Das ist Neon. Sie sehen, wir kriegen hier die 64-Bit-Version angeboten, weil mein Browser, ich nutze hier jetzt den Chrome zum Beispiel, dem Download-Server schon mitgeteilt hat, dass ich an einem Mac-Rechner 64-Bit-Architektur sitze, kriegt das angeboten, kann das anklicken und sehe jetzt, was ich bekomme. Mein Download kommt aus der Tschechischen Republik. Wahrscheinlich ist dort das Netz nicht so sehr belastet wie zurzeit in Deutschland, kriegt das also von dort. Könnte aber auch einen anderen Mirror-Server auswählen, wenn ich der Tschechei dort dem Server misstraue. Ich lasse das mal. Und das File, das ich downloade, ist Eclipse Instant Mac 64 TAR-GZ. TAR ist ein Tape-Archive-Format aus der Unix, Linux, Mac OS X-Welt. GNU, ZIP, GZ abgekürzt, lässt sich auf dem Mac einfach auspacken. So, so hätte ich jetzt gleich für meinen Mac das richtige File. Kann das ja mal anstoßen. Sie sehen, ich kriege den Download angeboten, wird mir jetzt gedownloadet, dauert ein paar Sekunden. Landet dann im Download-Verzeichnis. Ein Doppelklick auf dieses File würde den Installationsassistent auspacken, schauen wir uns separat an. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch eine andere Variante des Downloads zeigen, wo Sie dann am Downloadort alles, was Sie brauchen, für Mac, für Windows und vielleicht auch für Linux-Rechner, alles gleich auf einen Rechner downloaden können, nicht mit separaten Rechnern zur Eclipse.org-Seite gehen müssen. Und wenn Sie das mal gedownloadet haben, dann beispielsweise per Netzwerk oder USB-Stick auf den Wunschrechner übertragen, dort auspacken und installieren können. Dazu gehe ich nochmals zurück auf die Homepage Eclipse. Und wenn ich die Seite jetzt nach unten scrolle, sehen Sie ohnehin das unterschiedliche Angebot. Tools und IDEs kriege ich auch angeboten. Dieser Link wird mir gleich nochmals begegnen, und zwar ganz unten bei Other, IDE and Tools. Darauf klicke ich und Sie sehen, ich bin jetzt bei eclipse.org/IDE und kriege dort die Desktop-IDEs angeboten. Sie sehen, ich kriege das für Java, für Enterprise Edition, für C, C++, PHP angeboten. Wir brauchen definitiv jetzt nicht PHP, CC++, die Enterprise Edition auch noch nicht, ist fürs erste Semester nicht angezeigt. Wir brauchen die Java IDE. Ich klicke mal da drauf und bekomme jetzt alle Download-Links angeboten für Windows, 32-64-Bit-Architektur, Mac OS X, 64-Bit-Architektur, Linux 32 und 64-Bit-Architektur. Also, und hier könnte ich jetzt auch auf den Rechner, für meinen Windows-Rechner, gleich die Windows-Architektur von Eclipse downloaden. Genauso natürlich auch für meinen Linux-Rechner die richtige Eclipse-Software. Die landet dann wieder in meinem Download-Verzeichnis und vom Download-Verzeichnis könnte ich die dann via Netzwerk oder USB-Stick zu meinem Windows-Rechner und zu meinem Linux-Rechner übertragen. Mach das jetzt mal nicht. Möchte Ihnen aber noch erläutern, wenn man ältere Eclipse-Versionen braucht, kann manchmal passieren,
dann kann man die an dieser Stelle auch downloaden. Sie sehen, ich habe hier alle Releases ab dem Ganymede-Package. Ganymede, Galileo, Helios, Indigo, Juno, Kepler, Luna, Mars und Neo ist das jüngste. Jüngste Variante ist top of stack. Auf meinem Rechner, wir werden das wahrscheinlich früher oder später sehen, habe ich auch die Mars-Variante und die Luna-Variante. Also wundern Sie sich nicht, wenn wir bei den Beispielbesprechungen manchmal auch Luna oder Mars sehen, sind auch auf meinem Rechner. Wir werden aber, soweit es geht, das Neon-Package, die Neon-Variante nutzen. Wenn ich das hier anklicke, ich mache das mal, sehen Sie wieder, kriege ich alle Neon-Releases angeboten. Enterprise Edition für uns nicht hilfreich. Eclipse Committer sind wir auch nicht. Eclipse IDE for Java Developers. Das ist das, was uns interessiert. Eclipse Integrated Development Environment for Java Developers. Das brauchen wir. Und wir könnten dann für Windows 32-Bit oder 64-Bit, für Mac 64-Bit oder Linux auswählen. Ja? Also wenn ich da drauf gehe, ich sitze ja am Mac, hole mir das nochmals, beginnt das Spiel, das ich Ihnen zuvor gezeigt habe, wieder. Jetzt hat sich im Netz die Situation geändert. Mein Download holt jetzt von der Universität Erlangen-Nürnberg die Eclipse-Variante. Das ist jetzt mein Mirror-Server in Germany und ich kriege Eclipse, Java, Neon, bla bla bla. Sie sehen, was da kommt. Und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das, läuft der Download. Und dauert wieder ein paar Sekunden, könnte das dann im Download-Verzeichnis auspacken. Da schauen wir uns aber in einem separaten Video an. Bis dann.